Der Koblenzer Stadtwald ist unter Druck, wie so viele Wälder in Deutschland. Die letzten Jahre waren deutlich zu trocken, Dürrejahre, die den Wald stressen. Zudem treten vermehrt Schädlinge und Krankheiten auf. Die Fichte ist praktisch schon verloren, die Buche stirbt gerade und die Eiche wird vermutlich auch noch kommen. Umso wichtiger, dass wir die noch intakten Laubwälder stärken, um sie robust und widerstandsfähig gegenüber den Auswirkungen der Klimaerwärmung zu machen. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse weisen darauf hin, dass vor allem intakte Laubwälder, in denen keine Bäume geschlagen werden, robust sind gegenüber Dürre und anderen Einflüssen. Dank einer geschlossenen Kronendecke kann sich der Wald besser sein kühles Mikroklima erhalten und durch diese geschlossene Kronendecke bildet jeder einzelne Baum kleinere Kronen aus und verdunstet dadurch weniger Wasser. Das sind zwei entscheidende Vorteile während Dürreperioden. Natürlich wird heute auch schon viel getan im Koblenzer Stadtwald, um ihn vorzubereiten für die Klimaerwärmung. Aber wir möchten, dass alle Möglichkeiten in Betracht kommen. Daher fordern wir einen vorübergehenden Einschlagstopp in den noch intakten Laubwäldern. Und zwar so lange, bis in der neu gegründeten Klimaschutzkommission Experten zu diesen neuen Erkenntnissen angehört werden können. Dann können wir darauf aufbauend entscheiden. Wir fordern keinen Einschlagstopp für immer und ewig, aber wir wollen verhindern, dass jetzt Fakten geschaffen werden. Was wir heute tun, hat Auswirkungen auf die nächsten Jahrzehnte und kommende Generationen. Umso wichtiger, dass wir uns bestmöglich informieren und fundierte Entscheidungen treffen. Wir bedanken uns bei der Linken und bei den Freien Wählern, die uns bei diesem Antrag unterstützen. Und wir bitten alle anderen Parteien am 2. Juli im Stadtrat um Unterstützung für einen vorübergehenden Einschlagstopp in unseren noch intakten Laubwäldern.